Willkommen zurück zu Subnautica. Ja, wir wollen noch mal schauen, ob wir uns, da müssen wir hin. Da oben an die Mobile Vehicle Bay müssen wir mal kurz. Ich möchte mal noch mal gucken, was denn die Cyclops oder auf Deutsch die Zyklop, das U-Boot, was das denn an Material braucht. 5 Plaststahlbarren, 5-mal emailliertes Glas. Okay, dann kümmern wir uns mal darum. 5 Plaststahlbarren. Ich glaube, da brauchen wir viel Titan für. Das sind die da. Nee, Quatsch, das sind die da. Titanbarren und Lithium. Titanbarren braucht 10-mal Titan. Eieieiei. Na gut, okay, wir brauchen was zu essen und dann müssen wir mal schauen, dass wir Titan farmen gehen. So, den Spatenfisch nehmen wir uns mal da raus. Und, nein, da nehmen wir uns mal den raus. Jo, und zwischendurch tun wir dann noch ein bisschen was essen. Was fischen, meine ich. Ja, so Aquarien, die sind schon sehr nützlich so. Da hat man immer so ein bisschen was so nebenher hier. Kann man sich immer schnell was holen. So, den und den. So, und Wasser werden wir bestimmt gleich noch zurückbekommen. Dann geht es mir wieder prima. Das Quarz machen wir noch schnell da rein. Medikit nehmen wir mit. Da ist ja schon Wasser. Das behalte ich mal noch. Wir bekommen ja immer welche. So, wir brauchen Titan. Jede Menge davon. Jo. Willkommen zurück hier. So, da liegt doch schon was. Oder? Nee, doch nicht. Da. Aua. Aua, aua, aua. Ha. So. Zack. Im Vorbeischwimmen einfach mal mitnehmen. So, da ist das Wildrankenbiom. Da müssen wir aufpassen. Da hier fängt irgendwo schon die Strahlung an. Na, sag ich ja, hier ist schon die Strahlung. Eieieiei. So, da ist noch mehr Titan. Ich brauche Titan. Titan, Titan, Titan. Entschuldigung. Der gute Blasenfische. Ah. Jetzt kann er gar nicht mehr schwimmen. Da. Aha. Da ist auch noch ein Stein. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen was drin. Was war denn das für ein Geräusch? Hä? Hab ich schon noch nie gehört. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Es kam hier aus der Richtung. Da irgendwo. Ach, guck mal da, wer da treibt. Die kleinen roten Bastarde. So, hier ist auch noch so Wildrankenwald oder wie man das dann nennen mag. Aber kein Titanschrott, ne? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. So, hier wohnen doch die Stalker, die spielen doch immer mit dem Scheiß.
Die spielen doch immer mit dem Titan rum. Wo ist es denn? Die schleppen doch immer alles weg. Da liegt doch schon was. Geben uns das doch schnell holen. Hui. Ah, oh Mist, ich muss zu Karglas. Da ist noch mehr Titan. Nein, lass das Titan liegen. Mensch, lass gehen. Blödes Vieh. Hier ist noch Titan. Mein Titan. Inventar voll. Ach du Scheiße. Ja gut, dann fahren wir mal damit zurück. Wo müssen wir denn lang? Da lang. Energie 43%. Da brauchen wir auch schon bald wieder eine Energiezelle. Na, sowas Blödes aber auch. Dann brauchen wir bald schon wieder Batterien und Energiezellen und ach je. Naja gut, fangen wir mal an. Hier, Titan umwandeln. Und jetzt macht sich das halt auch direkt hier mit der Energie bemerkbar. Weil jedes Mal Titan umwandeln braucht halt 10 Energie. Das ist dann schon richtig viel. So, der Plaststahlbarren braucht Lithium noch dazu. Lithium. Na toll. Na, wir trinken mal ein Wasser. So, da können wir zumindest mal einen machen oder so. Ach, Titanbarren muss ich machen. So. Können wir den machen? Dann machen wir nochmal Titanbarren. Und dann machen wir einen Plaststahlbarren. Jetzt haben wir zwei davon. Das können wir auch mal trinken. Dann machen wir uns noch schnell einen Fisch. Dann haben wir den auch. So. Zwei. Okay, Lithium haben wir noch. Aber hier haben wir ja auch Titan, ne? Ne, da. So, hier ist doch noch jede Menge. Könnte reichen, was wir insgesamt haben. Ja, Titanbarren herstellen. Und seht ihr hier, wir haben schon fast die Hälfte der Energie verbraucht. So, und dafür brauche ich nochmal Lithium. Einmal. Zweimal. Jetzt brauchen wir nochmal Titanbarren. Brauchen wir 10-mal Titan. Wie viel haben wir? Im Inventar gar keins mehr. Das ist auch schon leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Titanbarren. Okay. Und ein Plaststahlbarren. So, dann waren das 5. Dann, was war das noch? Ich will hier nochmal gucken. Ich kann es mir nicht merken. Vielleicht sollte ich mir das einfach mal aufschreiben. Na, ich habe es ja schon öfter gesagt. Das ist das Einzige, was mich an dem Spiel so ein klein bisschen stört. Dass man nicht immer so auf einen Blick weiß, was man genau braucht. Ach ja, emailliertes Glas, 2-mal Schmierstoff und den Kabelsatz. Okay, dann machen wir jetzt das Glas und den Kabelsatz. Den Schmierstoff, den habe ich, glaube ich, sogar noch.
Welcome aboard, Captain. So. Ah, Glas. Gar nichts da. Na toll. Okay. Alles an Quarz nehmen, was wir haben. Glas. So, wo ist das emaillierte Glas? Ach, scheiße, da braucht man die Pirscherzähne für. Habe ich vergessen. Na, da müssen wir gleich nochmal raus mit der Motte, nochmal ins Windrankenbiom und die blöden Zähne suchen gehen. Das wird dann schwierig. So. Restquarz zurück. So, das alles Glas. Das ist noch Lithium und Kupfer. Kupfer. Lithium. So. Rest. Da ist doch schon Schmierstoff, Kracherpulver. So, da mache ich zurück. Den müssen wir noch kochen. So, und dann müssen wir nochmal raus. Ich habe nicht mehr so viel Strom, aber... Welcome aboard, Captain. Wir müssen rucki-zucki in das... Ui, jetzt haben wir aber gut abgehoben. Wir müssen nochmal in das Windranken-Biom und uns da genau umschauen, denn da gibt es die Pirscherzähne von den Stalkern. Oh, oh, ich werde bescheuert. Da liegen 4 Stück auf einen Schlag. Da liegen 3 und da liegt einer. Wir brauchen 5. Da liegt noch einer. Dahinter. So. Na komm, dann geh du mal da weg jetzt. Bist du bescheuert? Hör mal. Kannst du mal abwackeln? Weg jetzt mit dir. Oh, was haben wir ein Glück, ey. Auf einen Schlag 5 Zähne gefunden. Das ist ja schon anormal. Oh, was hier Pirscher sind. Verdammte Axt, ey. Jetzt schwimmt nach Hause. So, jetzt. Komm. Das muss jetzt klappen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, genau. Bekäppelt ihr euch mal gegenseitig. Lasst mir mal hier die Zähne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Da liegt noch einer. Den nehmen wir auch noch mit. Vielleicht brauchen wir noch mal welche. Hier liegt noch Titan. Haben sie nicht gesehen. Nehme ich auch mit. Wenn ich jetzt... Ja, ich... Nein! Nein! Ja, ich bin gestorben. Ah, oh, ist das denn zu fassen? Ey, und ich hatte gerade die 5 Pirscherzähne. Ich könnte reiern, ey. Mann, jetzt habe ich das alles da verloren. Naja gut, ich meine, das kriege ich jetzt nicht mehr wieder. Das Zeug ist jetzt weg. Das war auch der Grund, warum ich das Lithium vorher noch, die Plaststahlbarren noch rausgemacht habe. Für den Fall, dass genau sowas passiert. Ach, Mensch, ist das ärgerlich, ey. Sowas Blödes. Ich hätte sollen direkt wieder in die Seemotte, als ich die Zähne hatte. Aber nein, ich muss ja unbedingt noch das blöde Stück Metall da einsammeln gehen. Naja, Dummheit wird bestraft. War schon immer so. Wird sich auch nicht ändern. Kibbelt der mich schon wieder hier an? Oh Mann, lass mich doch jetzt mal hier in Ruhe. Gerade alle schön zusammen und sterbe dann. Ich
könnte mich gerade selbst ohrfeigen. Ja, die liegen immer hier an in diesen Gräben oder so liegen die meistens drin, weil die halt bis ganz nach unten fallen. Oh. Und Strahlung gibt's hier auch. Oh, ist es denn wahr? Hört die Strahlung auch nochmal auf? Ich tu dir doch nichts. Ja genau, hol dir mal da vorne den Fisch. Da liegen zwei Zähne. So, zwei. Liegt hier noch irgendwo was? Komm, ich werde ja wohl noch ein paar von den blöden Zähnen da jetzt finden. Da liegt einer. Die sind noch, und da liegt noch einer. Ja, aua. Aua, aua, ha. Habe ich den Zahn jetzt aufgenommen? Ja. So, haben wir sie alle? Fünf Stück, ja, das muss reichen. Boah. Boah, diese blöden Pirsche. Also ich meine, Fische hört man halt auch so schlecht unter Wasser eigentlich, ne? Das ist halt das Riesenproblem. So, jetzt nichts wie nach Hause. Wo sind wir denn? Wo wohnen wir denn? Da. Haben sowieso nur noch 19% Energie, da muss ich mir wieder Zeug besorgen gehen für die. So, wir machen mal Licht aus. Da muss ich mir Zeug besorgen für eine Energiezelle. So, was wollten wir machen? Wir wollten machen einen Kabelsatz. Oh, und was war das andere? Ach ja, emailliertes Glas. So, da brauchen wir jetzt das Glas für. Emailliertes Glas. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sehr schön. So. Dann hätten wir das auch. Schmierstoff haben wir auch. Jetzt brauchen wir noch so einen erweiterten Kabelsatz. Gold und ein Chip. Ein Chip brauchen wir Tischkoralle, Silbererz und Quarz. Sehr gut. Ich mach mal gerade noch das Titan hier. So, Quarz. Tischkorallenprobe aus dem Bioschrank. Silbererz. War das richtig? Jo, Computerchip. Ach ja, zweimal Gold. So, erweiterter Kabelsatz. Dann brauchen wir aus dem Restschrank Schmierstoff und die Plaststahlbarren. Und ich hoffe, ich habe es jetzt ausnahmsweise mal einmal richtig im Kopf,
Es ist auch Tag geworden, finde ich sehr schön. Und wenn ich das Material jetzt tatsächlich alles in der Tasche habe, dann haben wir in einer Minute ein Cyclops-U-Boot. Vorher muss ich das hier nochmal drehen. Top. So, so kannst du bleiben. So. Ja. Da kommt sie, die MS Jones. So heißt die nämlich wieder. Ach, herrlich. Die MS Jones ist wieder da. Klatsch. Juhu. Ah, nicht zu tief sinken. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mir für meine Basis etwas tiefere Gewässer gesucht habe. Damit ich hier die Zyklop. Welcome aboard, Captain. Ja, damit ich die Cyclops halbwegs tauglich parken kann. So. Genau, wir hupen mal eine Runde. So, jetzt müssen wir die noch vorsichtig hier drehen. So. Fahren wir die ein kleines Stück nach vorne. So, und dann wird die immer hier geparkt. So, wunderbar. Hier kann die erstmal festgemacht werden. So, und jetzt müssen wir hier noch, können wir nämlich hier den Namen vergeben. MS Jones. So, Submarine Color. So. Die wird wieder hier so. Ganz tief dunkelblau. Stripe 1. So, Stripe 2. So, und der Name wird dann weiß. So, dann. Prima. Gehen wir uns das mal schnell angucken. Dann gehen wir hier raus. Na? So. Ach, da ist sie. Da ist sie wieder in ihrer vollen Pracht. Herrlich. So, das Gute ist, wir können die... Was ist denn das hier oben für ein Schacht? Ja, da kann man nichts mitmachen. Wir können die Seemotte, die kann man ja hier unten drunter, kann man die einparken. Da geht dann hier so eine Klappe auf. Hier, die Klappe ist das, die geht dann auf. Und da können wir die Seemotte da andocken. Da können wir die mitnehmen, wenn wir hier mit unterwegs sind. Und die wird da auch aufgeladen und verbraucht aber natürlich Energie von den Energiezellen, die hier drin sind. Machen noch eine kleine, ganz kurz noch schnell eine kleine Schiffsführung. Also hier unten, wenn man hier reinkommt, hier ist das Unterdeck. Und hier sind dann auch so Schränke, die funktionieren aber irgendwie noch nicht. Also wenn ich jetzt hier näher dran gehe, dann kriege ich einen Schwung und dann fliege ich aus dem U-Boot raus, seitlich, komischerweise. Hier unten kann man aber jede Menge Schränke hinhängen, die man so haben will. Allerdings verbraucht das Crafting hier drin. Das ist übrigens hier die Andockbucht von der Seemotte. Wir stehen jetzt also auf der Klappe drauf. Das Crafting hier im U-Boot verbraucht Energie. Also man sieht ja da oben 592 von 600. Die wird verbraucht, wenn man hier einen Fabricator reinbaut. Deswegen sollte man hier drin nicht zu viel craften. So, und dann sind wir hier am Ende vom Schiff. Und dann kommen wir hier hinten unterm Antrieb raus. Der läuft immer. Dort ist einfach nur schön anzusehen. Da kann man nichts mitmachen. Hier sind die Energiezellen. Hier drei. Was kann man eigentlich hier mit? Ne, da ist nichts, ne? Oh, und hier sind auch nochmal drei. Und hier kommen die Module rein. Zum Beispiel die Druckausgleichsmodule. Die müssen wir uns dann mal herstellen noch. So.
hier ist die Andockbucht für die Seemotte. Da kann man dann hier die Klappe aufmachen und da einsteigen. Und dann wird man nach unten aus dem Schiff herausgelassen. Ja, und hier mache ich mir meistens so einen Schrank hin oder zwei und hänge mir hier so einen Fabricator hin. Dann hat man das schon mal hier. Hiermit können wir leider noch nichts machen. Aber wir können hier die Tür zumachen. Weil die kann nämlich auch leck schlagen. Hiermit kann man auch nichts machen, aber es sieht alles ganz nett aus. Ja, wunderbar. So, wir hupen nochmal. Wunderbar. Ja, und mit diesem gigantischen Geräusch bin ich dann auch hier an der Stelle raus. Super, dass wir die Cyclops noch bauen konnten, dass wir das noch geschafft haben. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis demnächst und tschüss.